Hallo shit. Und herzlich willkommen zurück hier zu The Crew. Ja, wir sind hier weiterhin noch beim Test. Wally kriegt es anscheinend besser wie ich. Das ist eine gute Frage, ich habe einfach nur eine Idee. Ich komm nicht weiter, Mann. Was willst du denn mehr, liebes Spiel? Oh, das wird wieder nichts. Scheiße. Ist wieder gar nichts. 204! Oha. Aber wie will man denn da weiterkommen? Und zwar habe ich die Idee, falsch rum in den Test reinzufahren, Schwung zu holen und dann die Kurve mit Bande nehmen. Aber ich krieg's gerade nicht hin, deswegen ich probiere es einmal kurz so, wie weit ich so springe, um dann. Scheiße. Ja, hat mich erzählt. Fährst du? Ich kapier nicht. Ich krieg's gerade nicht mehr hin. Also auch von der Theorie, die wir machen. Also die ich schon. Ich krieg's nicht hin. Du hast viel zu wenig Zeit, um zu wenden und dann die Bande zu nehmen. Also einmal war es bei mir ziemlich knapp. Aha. Aber ich glaube, dann kriegst du zu wenig Schwung. Aha. Hundertsiebzigster, nicht schlecht. Nein, bleib halt standhaft, Mann! Und ich weiß auch nicht, wie man am besten, am schnellsten umdreht, weil das ist das Größte, wo ich Zeit verliere. Mhm. Alles klar, wo kommst du her? Ich probier was. Yo, alles klar, was passiert mit meinem Auto? Nein, ich geh kaputt an diesem Scheißmast! Was hast du jetzt ausprobiert? Von weiter hinten zu starten. Ja, und dann? Ab der Kurve da hinten. Ja, aber und dann, was bringt dir das? Viel mehr. Dings, viel mehr. Speed. Viel mehr Speed, ja. Yo! Nein, oh Gott, das wird richtig weit! Nein, das Baum! Da war ein Baum! Scheiße! Ich hab mich trotzdem verbessert. 78. Ja. Krass. Mann! Ganz ruhig. Weite ich mich wieder auf. Das ist normal. Sorry. Was ist denn das für ein Penner, Mann? Was fährt mir der denn rein? Alter, du Vollidiot, ehrlich. Herr Gott, wo bin ich denn? Hast du mich gerade irgendwie weggehauen? Ja, versehentlich. Ich dachte, du bist unsichtbar. Nee, ich bin sichtbar. Oh, der fährt ein Auto, was ich mir demnächst kaufen will. Oh Gott, da bin ich kaputt gegangen. Okay. Ungünstig.
Nein, da sind die blöden Zäune im Weg. Jo, wir machen wieder eine Taktik. Einer haut die Zäune weg. Für den anderen immer. Ja, dann warte ich hier auf dich. Was? Dann warte ich hier auf dich. Ja, warte, ich probiere noch einmal kurz, dann hau ich für dich die... Ah, oh, meine Tür geht auf. Ich sag dir, wann du fahren kannst. Oh Gott, okay. Ich denken, das kann dich. Was muss man denn für ein fucking Pech haben? Ja. Nehme ich aber ein anderes Auto. Und zwar. Ich hab so gut gewonnen. Warte, du kannst anfangen zu fahren. Gut. Oh Gott! Mich hat niemand voll weggesehen, Bild! Ja, die Zäune sind noch da. Ich bleib jedes Mal stecken in dieser scheiß Leitplanke. Ich will vielleicht mal mit einem anderen Auto probieren. Glaub ich nicht. Alter, ich hab mich gerade erschrocken. Ist aber auch eigentlich eine Idee. Was? Irgendwie so mit Weghauen arbeiten. Und dann? Das hat nicht gezählt, das hat nicht gezählt, Mann! Da bist du über mich drüber gesegelt. Das kann nicht sein, Mann, ehrlich, das funktioniert nicht. Weißt du, du brauchst einmal diesen perfekten Lauf. Den hat ich noch nicht. Zaun ist ab. Du, du siehst ja selber, was mit mir los ist. Ich bin die perfekte Kurve gefahren. Mit dem Dragster-Auto. Ich krieg's grad echt nicht mehr hin. Alles klar. Echt nicht mehr hin. Gehst du gerade ab? Ich hau's durch mein Bildschirm 3, 4, 8 mal durch. Wie viel da bist du nochmal? 179 Stern, irgend sowas. Das Bild ist, ich kann hier aber jetzt auch nicht weg und nichts anderes machen, weil sonst kommt der Zaun wieder. Mhm. Ist der Zaun bei dir schon weg, ich, oder? Ja, ich probier's. Das kann nicht sein, wieso geh ich denn kaputt, Mann? Im Leben nicht, Mann! Verarschen kann ich nicht selbst, Mann! Oh nee. Ich will doch keinen Wegpunkt setzen, Mann! Kann ich in die Karte? Nee, dann musst du die ganzen Autos zu dir. Was, wenn ich in der Karte bin? Ja. Also gerade ist kein Auto da. Stimmt. Ja, läuft bei mir. Bist du gerade dran vorbeigefahren? Ja. wie gehst denn du? Was für eine Taktik gehst denn du? Ich fahre alles mögliche aus. Ich fahre durch den Test durch, ja. Lenk halt schon vorher und treffe nur noch den hinteren Teil der Leitplanke. Okay. Mann, ich hab das Auto nicht berührt und ich zieh's nach links, ey. Hab doch heute auch schon wieder Pech. Was passiert, wenn ich diese Kurve so nehme, wie du gerade gesagt hast? Alles klar. Ich bleib am Haus hängen. Nein. Nein, ich hasse die beiden anderen Tests. Den einen, den habe ich schon oft genug probiert. Und ich schaff da nur Silber. Okay. Farek, einfach nur, Farek. Das Spiel soll einfach nur verrecken, ehrlich.
Ich will es nie wieder sehen. Ich will es einfach nicht mehr sehen. Das ist mit dem Was ist denn so schwer dran, einfach mal geradeaus zu fahren, dieses Auto, hä? Was ist so schwer dran, hä? Alles klar. Ohne Scheiß, das ist mir zu blöd. Glaub ich dir. Ich guck das auch. Weiter. Ehrlich, das ist doch nicht zu passen! Lieber, da war dran verzweifelt, ehrlich! Alles klar, der macht aber einen ordentlichen Wheelie, du. Alles klar. Hui! Wie hoch ich bin. Fahr mir aus dem Weg, Alter. Alles klar, der bleibt ja nicht mal auf der Straße. Was ist bei dem falsch? Unfassbar. Nein. Hä, ich bin der Crewleiter? Ja. Weil ich doch rausgeflogen bin. Achso. Oh, oh, du schießt mir im Weg. Alles klar. Dieses Auto kann nicht gerade fahren. Hast du noch ein anderes Auto auf der hohen Stufe? Dann schau mal, ob das stabiler ist. Let's go! Ich hab gerade auch ein anderes Auto genommen. Und mich haut's komplett weg. Okay. Nee, eigentlich ist der Ford schon das Beste. Ja, die Frage ist, ob er auch das stabilste ist. Ich hab nur noch eine Chevrolet. Ja. Ja, so eine Corvette. Ein Versuch ist es wert. Ja, von mir aus. Ja, ich mach mal die anderen Tests. Fährt genauso wie die. Wie der Ford. Okay, was ist das denn für ein Test? Ein Fluchttest hier. Alter, die bricht sogar noch mehr aus, man. Das ist manchmal echt zu verzweifeln. Ich weiß noch, vor 15 Minuten, als der Part begonnen hat, ja, habe ich beim ersten Lauf diesen besten hinbekommen. Seitdem nichts mehr zusammengebracht. Also der Part besteht eigentlich nur aus diesem einen Lauf gleich am Anfang. Läuft. Oh nein, da ist eine Wand. Nein, ich hab kein Hydra mehr, ich hab kein Hydra mehr. Es ist so langsam, es ist so langsam, es ist so langsam, ich kann nicht mehr. Alles okay bei dir? Nee. Okay. Ja, du verzweifelst an dem Test, das ist unglaublich. Die anderen Tests werden dir dafür umso mehr gefallen, sag ich dir. Okay. Ich krieg nämlich schon wieder das Kotzen, wenn ich die sehe. Ich will da keinen Punkt hinsetzen, Mann. Den gibt's in dem Partner. Letzte jetzt. Ich bin falsch.
Leg hier einen perfekten Drift hin. Ich habe vorher auch einen perfekten 360 hingelegt. Mhm. War halt dann deutlich zu langsam. Ich weiß schon ganz genau, dass du bei dem Test hier wieder das scheiß Glück hast und bei dir kein einziges Auto ist. Ja, lass rückwärts in den Test reinfahren. Alter, ich würde es nicht einmal schaffen. Wieso setzt du denn einen Wegpunkt? Hab ich dir nicht gesagt. Kein, bitte kein Baum, bitte kein Baum, nein, das ist Baum! Hundertvierter! Ah, geschafft! Und damit beende ich diesen Part als 104. dieses Test und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein, nächste Woche geht's weiter dann mit den nächsten beiden Tests und ja, bis dahin, danke fürs Zuschauen, Mann, wir sehen uns, ciao! Servus.